zusammen, ich bin's, der Kai, und ich wollte euch heute mal was vorstellen, was ich die letzte Zeit öfters verwende und in Zukunft auch öfters verwenden möchte, und zwar einen Dolly-Kamerawagen. Ich habe mir eine Zeit lang überlegt, ja, wie mache ich so Kamerafahrten? Da gibt es ja diese Schienen, die man dann so ziehen kann oder auch elektrisch. Die sind schon ziemlich teuer. Und da habe ich irgendwann diesen Kamerawagen entdeckt, diesen Dolly. Ich muss kurz ablesen, wie er heißt, und zwar Andor L4 Pro. Richtig nice Teil. Ihr seht jetzt in dem Video auch ein paar Mal so Kamerafahrten zwischendurch. Die habe ich alle damit gemacht. Es wäre jetzt gelungen zu sagen, auf der Straße, dass es da ruckelfrei ist, weil das sind ja kleine Reifen mit Gummireifen. Ich kann es euch mal hier zeigen. Das sind hier diese kleinen Gummireifen. Natürlich wackelt es da ein bisschen, aber in der Post-Production kann man das wirklich gut rausholen. Und vor allem kann man hingehen. In dem Bauhaus gibt es diese 2-3 Meter Aluminiumlatten. Die könnte man sich zum Beispiel kaufen, nur als Beispiel. Und diese Reifen hier, die kann man so verstellen, wenn man die dann ganz gerade macht. Das ist ein bisschen Friemelei, aber wenn es dann so nachher ist, dass wirklich die 2 Meter oder 3 Meter gerade auf der Richtlatte fährt, dann ist das echt eine coole Sache. Oder ihr könnt auch 2 Böcke holen und da einfach in ein gerades Holz, was ein bisschen breiter ist, draufstellen. Und dann, wenn ihr nämlich auf jeden Fall höher müsst, bei dem Auto hätte ich das theoretisch machen können auch, dass man das Auto ein bisschen von oben sieht, nicht von unten gefilmt, kann man einfach 2 Böcke holen, da das Holz drauflegen und dann da fahren lassen. Ist eigentlich eine coole Sache, kann man sich richtig viel einfallen lassen mit dem Teil. Und zwar funktioniert es so, bei der Blume zum Beispiel oder bei den Objektiven habe ich ein bisschen rumprobiert, bis die Einstellung von den Reifen so war, dass es wirklich fast perfekt rumfährt. Kann man natürlich alles noch besser machen. Und ist ein bisschen, wie gesagt, Friemelei. Man muss darauf achten, weil die Kamera ja ein Objektiv drauf hat, dass sie nicht hier steht, also so, sonst kippt das Teil hier, sondern immer zu den Reifen hier oder zumindest in die Fahrtrichtung. Und ja, es funktioniert so, ihr dreht das hier auf. Übrigens ist hier noch eine kleine Wasserwaage drin, dann seht ihr, ob es gerade eingestellt ist. Also ihr dreht das hier auf, könnt das abmachen, dann schraubt ihr das an eure Kamera dran. Machst dann wieder hier drauf, dreht zu und dann ist die Kamera hier fest drauf. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und ihr habt hier noch einen Schwenkkopf. Den gibt es auch ohne Schwenkkopf. Ich würde es aber direkt mit Schwenkkopf kaufen. Weil ist einfach sinnvoll. Wenn ihr zum Beispiel Schmuck zum Beispiel filmen wollt, liegt im Tisch, ihr fahrt dann einmal rum, wollt ihr den Kopf schwenken, also dann mit der Kamera von oben nach unten filmt und dann einmal so rumfährt. Das sieht schon cool aus. Und ihr könnt dann hier den Schwenkkopf noch aufdrehen hier. Dann könnt ihr den hier hin und her. Das geht übrigens sehr smooth. Also das ist wirklich, wirklich sehr, sehr gutes Material, muss ich sagen. War ich begeistert. Für knapp über 70 Euro kann man da echt nichts sagen für das ganze Teil. Dann habt ihr hier einmal Speed. Also einmal habt ihr hier hinten den An- und Ausschaltknopf. So, hier kann man an- und ausschalten. Dann da ist auch der USB-Lade. Anschluss. Kabel ist natürlich mitgeliefert. So, jetzt seht ihr hier 3 grüne Punkte. So viel Akku ist noch drin. Einen habe ich schon verfahren heute. Und hier kann man dann... Ah ne, Quatsch, hab gelogen, Entschuldigung. Das ist der Speed. Also hier seht ihr 1, 2, 3. Also es gibt 3 Varianten. Speed. Und hier die Richtung, in welche ihr fahren wollt. Hier seht ihr schon. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört, aber es fährt auf jeden Fall. Machen wir jetzt mal aus, beziehungsweise ich lasse mal an. Ihr könnt dann hiermit, das ist die Fernbedienung, da auch Start drücken. Hört ihr das? Ich glaube schon, gell? So, und dann könnt ihr mit diesem Knopf, könnt ihr andere Richtung fahren, einfach die Richtung drehen. Das ist so ein Umdrehknopf oder ja. Und hier bei dem Plus-Minus auf der Fernbedienung könnt ihr dann die Geschwindigkeit drosseln oder halt schneller machen. Also auf jeden Fall cool. Dann hier Pause oder Stopp eigentlich oder Play, je nachdem wie ihr fahren wollt. So, das wäre das. Bei der Fernbedienung ist hier auf jeden Fall so eine Knopfbatterie drin. Die ist 3 Volt. Ich denke mal, die wird 1-2 Jahre halten. Gehe ich mal von aus. Meistens ist es ja so. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber ich denke, die hält auf jeden Fall lange. Hier bei dem
Dolly. Da ist einfach nur USB-Kabel und können einfach aufladen. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ich habe ihn meistens am PC hängen, weil mein PC ist oft an, hänge ich ihn dran und dann lädt er so nebenbei mit. Und ich habe auch ein, zwei Dreifach-, Vierfach-Steckdosen, wo dann auch noch USB-Ports dran sind. Kann ich übrigens jedem empfehlen, das ist echt eine coole Sache mit diesen Mehrfachstecker mit USB. Mittlerweile gibt es auch Steckdosen mit USB-Anschluss, also von dem her. Ja, finde ich echt cool, das Teil kann ich nur empfehlen. Ich werde euch noch, wie gesagt, ganz halt ein paar Bilder einblenden lassen. Wenn ihr Fragen zu dem Teil habt, ja, haut da raus. Ich kann euch auf jeden Fall so noch ein paar Sachen gerade sagen, die ich auswendig einfach nicht lernen konnte. Also ist eine 1800 mAh Lithium-Akku drin. Das Teil hat auf jeden Fall, also ist übrigens die Firma Andor. Also das Teil heißt ganz Andor L4 Pro. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Aber Link in seiner Videobeschreibung. Ich muss es leider ablesen, ist hoffentlich kein Problem. Dann noch wichtige Sachen. Maximale Belastbarkeit, 3 Kilogramm. Also mehr wie 3 Kilo solltet ihr es nicht drauf haben. Ich gehe mal von aus wegen dem Schwenkkopf. Und natürlich auch wegen den Reifen, weil... Ja, die sind doch ziemlich klein und da sind jetzt nicht die Mega-Schrauben dran, denke ich mal. Ist sehr hochwertig verarbeitet, muss man echt sagen. Ist schon cool, aber irgendwann ist auch mal Schluss, gell, mit dem Gewicht. Geschwindigkeit 2,4 cm, 2,6 cm und 2,8 cm pro Sekunde, je nachdem, welche Geschwindigkeit man einstellt. Ja, ist eine Akku-Vollladung dauert, also hält 6 Stunden. Also 6 Stunden kann man damit dann Videos machen oder Aufnahmen machen halt. Und 3 Stunden dauert das Aufladen an sich. Finde ich eigentlich ziemlich angenehm, 3 Stunden muss ich sagen. Es könnten aber dann auch 12 Stunden halten, der Akku. Leider ist es nicht so, aber gut, 6 Stunden. Ich sag mal, wenn man wirklich viel damit filmt, hält es eine Woche, 2. Würde ich mal so sagen. Bei mir zumindest. Fernbedienung, 6 Meter Abstand kann man haben. Wobei, gut, wann hat man mal 6 Meter Abstand? Vielleicht bei einem Interview? Weil bei einem Interview kann man sich auch vorstellen, da sitzen dann zwei, die werden interviewt und dann fährt so langsam der Dolly so vorbei. Das könnte ich mir echt auch noch cool vorstellen. Oder so ein bisschen im Halbkreis oder so. Und dann einfach immer die Richtung wechseln. Da kann man nachher in der Post-Production dann ab und zu davon auch noch Schnitte holen. Ist eigentlich eine coole Idee, muss ich sagen. Nur so viel zu Ideen, was man da haben könnte. Ja, in der Packliste ist natürlich der Transportwagen mit Batterie, die Fernbedienung mit Batterie, USB-Kabel, Schlüssel, also ist wahrscheinlich die... Ach nee, Schlüssel ist, genau. Ist das, was ich gerade meinte? Nee, Schlüssel ist nicht das, was ich gerade meinte. Schlüssel war ich gar nicht. Ah, doch. Ah, okay, doch. Da war wirklich ein Sechskantschlüssel oder so dabei. Und zwar, wenn ihr das hier in die Kamera macht, habt ihr hier noch einen Schlüssel, wo ihr richtig festdrehen könnt an der Kamera. Ich muss sagen, ich habe es bis jetzt per Hand gemacht und es hat vollkommen ausgereicht. Weil mit so Schlüssel und so ist alles schon gut. Nur ich bin einer, wenn es mit der Hand ausreicht, dann benutze ich kein Werkzeug dazu, weil irgendwann überdreht man das aus Versehen und dann macht es knack. Also nach fest kommt ab. Und das ist immer so ein Problem. Deswegen leichter sein. Und Radring, ja genau, ein Ersatzring hier von den Gummis war noch dabei. Ich habe bei ein paar Reviews mal gelesen über das Teil, dass die Ringe nicht komplett zu wären und deswegen auch bei geraden Fahrten ruckeln. Also dass hier so ein Schnitt drin wäre, dass man sie überhaupt drauf machen kann. Aber anscheinend ist das heutzutage nicht mehr so. Anscheinend haben sie da irgendwann mal ja von den Leuten die Kritik wahrgenommen und jetzt sind die Reifen wirklich komplett zu, die Gummireifen. Also wisst ihr, was ich meine? Die waren hier so auf anscheinend bei manchen und dann, dass man sie besser hier drüber stümpeln kann. Aber das ist nicht mehr so. Von dem her, exzellente Verarbeitung. Also bei dem Tisch, wir haben hier so einen Keramiktisch, da ruckelt natürlich gar nichts. Also da braucht man in der Post-Production auch nichts mehr machen. Kann man einfach fahren lassen und fertig. Aber gut. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, euch hat das Video geholfen, ist mein erstes Review. Ich hoffe, es war okay für euch. Lasst mir einen Kommentar da, wie ihr es fandet und ob ihr sowas öfter haben wollt von anderen Dingen, die ich so für den Film benutze oder zum Fotografieren oder sonstiges. Würde mich freuen. Haut rein und bis dahin. Schönen Tag noch. Ciao.